Hey Kinders, was geht bei euch ab? Heute ist die Galil AR dran und ich muss direkt sagen, es war ziemlich schwierig. Unglaublich, wie viele geile Skins da dabei sind. Eigentlich hätte ich mindestens eine Top 15 machen müssen. So viel geiler Scheiß war dabei. Egal, beginnen wir wie immer bei Platz 10. Hier haben wir die Galil AR Tuxedo. Schlicht und einfach, schöner Kontrast, edel. Schwarz-Weiß. Super Puppe. Ich habe die Waffe noch nie in jemandes Hand gesehen. Aber ich finde, der Skin ist es auf jeden Fall wert, getragen zu werden. Der sieht edel aus. Eben auch wie ein Tuxedo, ne? Das Teil kostet in FN 38 Cent. Die Preise sind wie immer von CSGO Stash. Und ich sage jetzt direkt im Vorfeld dazu, dass ich immer den höchsten Preis nenne. Und davon ausgehe, dass es FN ist, aber es nicht immer FN sein muss. Manchmal ist der Battlescared Skin der teuerste. Oder der Field-Tested Skin oder so. Ich sage einfach immer den teuersten Preis, der mir bei CSGO Stash angezeigt wird, ohne Stat-Track. Okay? Dass ihr Bescheid wisst, damit ihr nicht wieder in die Debatte verfallt von wegen dies und das und hin und her. Wo wir schon mal dabei sind, 38 Cent wäre das hier bei diesem Skin. Kann man nicht sagen. Da kann man nicht meckern, ne? Also doch, kann man schon. Hallo? Viel zu teuer. Auf dem 9. Platz liegt die Firefight. Ich denke, das wird ziemlich viele erschrecken, weil es schon ein hochwertiger Skin ist. Finde ich auch auf jeden Fall. Aber Rot ist halt nicht so meine Farbe. Extrem schön ausgearbeitet, das Teil. Hier unten noch mit dem Klebeband. Weil als Firefighter muss halt manchmal auch was kleben, wenn es kaputt geht. Feuerfest, ganz klar. 1,14 Euro kostet das Teil. Ja. Ja. Auf dem 8. Platz liegt bei mir die Kami und die finde ich extrem besonders. Es scheint so, als wenn die Waffe eingewickelt worden wäre in eine Zeitung. Speziell eben die Comic-Spalte. Ich weiß, das Skin sieht vielleicht nicht so extrem hochwertig aus, wie jetzt der gerade eben. Aber mir gefällt er trotzdem besser als eben diese Firefight. Das Teil kostet 31 Cent, ist damit ziemlich erschwinglich. Wobei es natürlich dann doch wiederum für das Aussehen zu teuer ist. Also ich würde sagen, 1 Cent könnte man machen. Die gute alte Rocket Pop kommt als nächstes auf dem 7. Platz. Die ist immer wieder schön anzusehen. Die sehe ich auch sehr oft. Die haue ich auch immer mal wieder in Giveaways raus. Ich habe sie auch schon oft rausgehauen. Das ist echt ein schickes Teil. Mir gefällt es sehr gut. Die Farbgebung an sich ist edel, aber auch diese Bruchstücke, die hier unten rumbrechen und hier oben schön gemacht. Für 89 Cent auch etwas teuer. Was würdet ihr für diesen Skin bezahlen wollen? Stellt euch vor, ihr seid der Designer. Was würdet ihr da verlangen? Bedenkt aber bitte, dass es ja kein Einzelstück ist, sondern eine Millionenfach oder eigentlich bis in die Unendlichkeit hin dupliziert werden kann oder dupliziert wurde. Auf dem 6. Platz folgt die Stone Cold. Die sieht tatsächlich kalt aus durch die Farbgebung, durch diese Schatten, die da drauf geworfen sind an den einzelnen Stellen. Und ich finde, der Skin passt sehr, sehr gut zu dieser Waffe. Ich finde, durch diese dunkleren Skins sieht sie immer stärker nach einer M4 aus. Wenn man so einen bunten hat, dann nicht. Letztens bei diesem Guardian-Spiel mit Big Wallen lag eine Galil auf dem Boden, eine schwarze. Und ich dachte, das wäre eine M4. Da wird ihr dann immer ähnlicher. Nun ja, der Skin kostet 1,67 Euro und ist, glaube ich, noch über der Rocket Pop, was die Benutzung angeht. Den haben auch sehr, sehr viele ausgerüstet. Sexy. Nun kommt auf Platz 5 die Eco. War klar, dass sie bei mir ziemlich weit oben ist aufgrund der Grünhaftigkeit ihrerseits. Die ist sogar wiederverwertbar, ja. Die ist total gut. Ökonomisch, ökologisch, ökonomisch, emissionsfrei, gut verdaubar. Die ist vegan. Da ist sogar ein Strichcode drauf, dass du weißt, wie vegan dieser Skin ist. Sieht einfach schön aus. Dieses Grün auf Weiß passt sehr gut. Vor allem dieser Penüpel hier oben. Diese große Reißzwecke, die da reingesteckt ist. Super. Das Teil kostet 3,59 Euro. Es könnte sein, dass dieses Mal das der Minimalware-Preis ist. Denn die ist im Minimalware und die kostet so viel. Aber da will ich mich jetzt auch nicht festlegen, ne? Auf dem 4. Platz liegt die Galil AR Crimson Tsunami. Und die ist schon sexy. Da kann man wirklich fast nicht meckern. Das ist ja vorne. Ich weiß nicht, warum sie das hier gehört, sowas. Also das hier oben. Und das ist das bei einem Tsunami irgendwie zu sehen? Oder wollten sie da komplett wieder umspringen auf was anderes? Der Tsunami sieht sehr schick aus. Ich würde sagen, den hätte man komplett hier drüber ziehen können. Hier oben sieht man auch so ein bisschen noch die Gischt aufspritzen. Aber hier vorne hätte das ruhig auch so dass es nach hier vorne rüber schwenkt. So eine Welle, die nach da vorne geht. Wäre passend. Aber wurde halt so nicht umgesetzt. Da haben sie mich mal wieder nicht gefragt. Ganz klar. Fehler ihrerseits. Kann man nichts machen. Das Teil ist für 1,41 Euro. Erhältlich. Jetzt folgen wieder die vorderen Top 3. Ihr könnt also raten, was auf meinem 3., 2. und 1. Platz ist. Ihr habt noch ein paar kurze Sekunden Zeit. Fertig! Die Galil AR Cerberus befindet sich auf meinem 3. Platz. Ultra die Zusammenführung von allem, was mir, oder von vielem, was mir gefällt. Fidget Spinnern. Nein. Wölfen, Cerberus, Tiere. Gelb, grünlich. Dunkel, atomar, Vorsicht, verstrahlte Geschichte. Oh, wacht! Da hätte ich auch nichts anderes gemacht an dem Skin. Der sieht echt. Weißt du, die Viecher wollen nach vorne, um den Gegner zu beißen. Wenn du schießt, fliegen ihre Zähne in dein Gesicht. Also wenn man sein Gesicht trifft, ne? 8,42 Euro kostet das gute Stück. Jetzt nicht ultra gerechtfertigt, aber auch nicht übel. Die Sugar Rush hat ziemlich viel Glück, dass ich seit neuestem die Top 10 Videos immer erst kurz vor dem Video vorbereite, also die Top 10 mir erst dann aufschreibe. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich die letzten paar Skins aufgeschrieben habe, gab es die neue Operation noch nicht, somit auch noch nicht die Sugar Rush. Ich bin sehr froh, dass ich damit gewartet habe, denn sie ist beim 2. Platz. Da haben wir auch wieder einen Skin, der extrem den Frauen zugutekommt. Würde ich ganz klar betonen, guck mal hier, dieses Karnickel. Die Farbwahl. Hier vorne, Tic-Tac-Toe. Fucking nice. Mädels, oder? Da kann man wirklich nicht quengeln. Kostet halt 9,54 Euro. Gut, ist nicht so edel. Okay, sehe ich ein. Aber trotzdem edel.
Jetzt kommt der erste Platz. Leute, seid ihr bereit für den ersten Platz überhaupt? Schafft ihr das? Oder werdet ihr gerade ohnmächtig oder was? Um es mal erwähnt zu haben, ich stehe kurz vom Downrank. Heute im Livestream. Der ist übrigens ab 19.30 Uhr wieder am Start. Könnt ihr da Downrank kommen? Shit. Egal, erster Platz. Los geht's. 2, 2, 1. Da liegt bei mir natürlich ganz klar die Chatterbox. Die Farbwahl ist jetzt gar nicht so richtig pornös. Sie würde jetzt in den Farben des vorherigen Skins viel geiler aussehen, finde ich. Nichtsdestotrotz ist der Skin wunderschön gestaltet. Hier die Patronen, die Shells. Hier der Totenkopf, der. Und das wird wirklich erst sichtbar, wenn man eben das Teil spielt, spricht oder sich eben auf und ab bewegt, der Mund, wenn du damit schießt. Das ist unglaublich geil. Das ist so der Hauptgrund, warum er auch für mich auf Platz 1 steht. Auf jeden Fall. Weil er wirklich beim Schießen nochmal seine Skinhaftigkeit überskinnt, sozusagen. Ich weiß nicht, ob auf der Rückseite noch was draufsteht. Ich glaube, es steht ja auch Feed Me drauf auf der Rückseite. Ich weiß es nicht mehr genau. Mir hat jemand was geschrieben, aber ich glaube, es war bei einer anderen Waffe. Das ist jetzt genau hinter diesem Totenkopf praktisch. Die Farbwahl, wie gesagt, jetzt nicht so optimal. Und das hier hinten ist jetzt auch nicht so meins. Aber das hier, dieses Zwischen- oder Mittelstück. 15,82 Euro ist dafür schon ein Klopper. Würde ich persönlich nicht ausgeben für den Skin. Aber hey, der kann seinen Mund auf und zu machen. Hallo? Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Top 10 Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch meine Top 10 zugesagt hat, dann könnt ihr das gerne schreiben. Wenn nicht, dann könnt ihr eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder euren Lieblingsskin einfach kundtun in den Kommentaren. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis heute Abend im Livestream. 19.30 Uhr geht's los. Schön Punkte sammeln fürs Live-Giveaway. Ciao, ciao.